Willkommen zurück nach dieser längeren Pause zu Long Gone Days. Wir sind hier wieder auf der Fähre gelandet. Hier ist Onkel Ivan. Die Dorfbewohner, die das Ganze geschafft haben und die ganzen Widerstandskämpfer, die wir aufgegabelt haben. Ah, Rogue. Guter Kampf gestern. Oh, danke. Ja, Rogue, irgendwann musst du damit klarkommen, dass du auch mal Leute töten musst. Als Ex-Soldat sollte das eigentlich bekannt sein. Ja, Halleluja. Viele Leute. Schicki-bricki. Ach ja, vergessen, die können ja. Dann können wir an 90% einfach vorbeigehen. Wahrscheinlich werden die Danke sagen. Wir müssen wahrscheinlich mit ihm reden. Zum ersten sehe ich keinen Weg, wie es weitergeht. Unten ist Oma Gelb. Gleb, aber die verstehe ich jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite ist das hier viel zu verräterisch, als dass ich weitergehen könnte. Leute, können wir reden? Sicher? Ist irgendwie das ist falsch? Hör zu, ich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber. Ich hatte niemals vor, euch beide in diesen Mist mit hier hineinzuziehen. Es tut mir auch leid, dass ich gelogen habe und dass ich weitergemacht habe zu lügen, euch ins Gesicht gelogen habe. Das ist okay. Ich muss dich jetzt bei dieser Sache stoppen, Rock. Du musst dich nicht entschuldigen. Was? Während du an Deck warst, hat Ada die ganze Situation erklärt. Die Sachen, durch die du durchgegangen bist, die Entscheidungen, die du treffen musstest in Kaliningrad, uns zu helfen und zu bleiben. Warum hast du... Ich dachte, das wäre ein bisschen einfacher für dich. Außerdem bin ich sowieso besser darin, Sachen zu erklären. Rogue in Gedanken. Naja, dagegen kann ich nicht argumentieren. Ich schulde dir auch eine Entschuldigung. Ich hätte dich nicht anschreien dürfen, da hinten. Ich dachte die ganze Zeit, du würdest etwas verstecken. Aber als der Lieutenant deinen Namen gesagt hat, dachte ich, das alles wäre Schauspielerei. Alles andere wäre umsonst gewesen. Aber du hast mich überzeugt, dass du vertrauenswürdig bist, warst da. Wir wären wahrscheinlich nicht mehr am Leben, hättest du dich nicht eingemischt. Wir hatten Glück, dass Leute wie ihr in unsere Stadt gekommen sind. Ah, da sind die ganzen Katzen. I think as long as we. Ich denke, solange wir zusammenbleiben, sollte alles gut gehen. Ah? Also werdet ihr mit uns mitkommen, nach allem? Naja, wir können uns jetzt doch nicht aufteilen nach allem, wo wir durchgekommen sind, oder? Ich denke mal. Ha.
Und da dachte ich noch, ich würde sie anflehen müssen. Ich habe doch gar keinen so schlechten Job gemacht, oder? Das war tatsächlich alles, was ich wollte, ehrlich gesagt. Danke sehr. Danke für alles. Oh, alle noch einen Moralboost. Einen dicken, fetten. Achso, nur so am Rande. Ist Irina fein mit dem, mit Vanya? Oh shit. Ich sollte mit ihr reden. Ach, die Leute, es ist wie die Führer scheinen bald anzukommen. Ihr solltet vorausgehen. Ich werde euch draußen treffen. Warte. Wo landen wir überhaupt? Kiel. In Norddeutschland. Ich dachte, ihr würdet das alles wissen. Bereits Kiel? Von allen Plätzen? Oh, verdammt. Es ist nicht so, als hätten wir eine Wahl. Was ist denn so schlimm an Kiel? Sicherheitskonsul, New York City. USA. Ah. Gottfather, wo sind Sie denn hergekommen? Ich dachte schon, Sie würden uns niemals allein lassen. Denken wir mal über die Medienreaktion nach. Es sieht so aus, als wäre das Meeting nach Plan verlaufen, General. Die polnische Regierung hat uns widersprochen, als Mediatoren zu dienen. So wie wir es erwartet haben. Die Sachen sehen nicht wirklich gut aus für uns. Für sie. Sie halten sich zurück und sagen zu der ganzen Sache nichts. Sie machen Sachen sogar so einfacher für uns. Ist dein Arm bis jetzt verheilt? Leider habe ich noch drei Sitzungen zu bewältigen. Aber wenn der Moment kommt, an dem ich kämpfen muss, werde ich kämpfen, Herr General. Ist das so? Du meinst, du könntest, du hättest uns das Ganze du hättest uns das Ganze sparen können mit der Ersatz. Ist irgendwas Neues zu der Situation? Ja, Sergeant Brenner hat bereits unsere deutschen Kontakte informiert und die Initiative aktiviert in dem Distrikt. Sollte ich da selber hingehen, General? Das wird nicht nötig sein. Als meine rechte Hand ist da mehr, das ihrem Talent zu Genüge tun würde, womit sie sich rumschlagen dürfen. Trommel die Truppen zusammen. Wir werden uns in Warschau treffen. Zu Ihrem Befehl, Kommandant. General, Entschuldigung. Oh, deutsche Land. So sehen tatsächlich die Krankenwagen hier aus. Hier sind so viele Leute. Ich wundere mich, wie lange wir warten mussten. Die Mediziner da sollten jeden einzeln überprüfen.
Und da sind eine ganze Reihe von Polizisten. Ich bin zurück. Das war kürzer, als ich gedacht habe. Hattest du Zeit, mit Irina zu sprechen? Naja, ja. Leider wurden Frauen und Kinder von den Männern getrennt. Und ich hatte kein Recht, ich hatte keine Erlaubnis, mit ihr sie zu sehen, weil ich nicht ihr Vater bin. Sie hat gesagt, sie hat sich schon überlegt, darüber nachgedacht, auf die Kinder aufzupassen, bis wir zurück sind. Du musst dich nicht schuldig fühlen. Was wir tun, ist sehr wichtig. Ich weiß, aber guck dir all diese Menschen an. Da wird kein Zweifel dran sein, dass diese Zelte überfüllt sein werden. Und dass es nicht mal die letzte wäre. Okay, entweder darauf eingehen, dass es nur temporär ist, oder wir machen das auch für sie. Wir machen das auch für sie. Ich denke, du hast recht. Flüchtlingsfamilien sind aus Kalinikat angekommen, nachdem sie gestern Abend gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben worden waren. Schauen wir mal, ob wir mit einigen der Flüchtlinge sprechen können. Oh nein. Presse. Sir, können Sie Englisch? Can I help you? Kann ich dir helfen? Oh, du tust es. Perfekt. Rogue, warte. Nur ein paar Fragen. Wie war die Situation da hinten in Kaliningrad? Ich weiß es nicht. Die Fähre kam genau richtig an. Waren Sie immer noch da, als Sie Angriffe begangen? Wir haben gesehen, wie Sie die Nachbarschaft abgefackelt haben. Oh. Es tut mir leid, das zu hören. Danke sehr. Hilfe ist auf dem Weg. Was denken Sie über das Statement der internationalen Community, die private Militärorganisation, der Kern, zu schicken, um die Situation in Polen zu entspannen? Entschuldigen Sie bitte, das Interview ist vorbei. Aber wir. Ja? Thanks for your time. Danke sehr für deine Zeit. Kommt mit mir für eine Sekunde. Ja, denken die immer noch nach? Rock, was zur Hölle tust du da? Du kannst dein Gesicht nicht einfach im Live-Fernsehen zeigen. Warum hast du mich aufgehalten? Wir wären fast in der Lage gewesen, jedem die Wahrheit über den Kern zu erzählen. Das ist nicht der Punkt. Etwas so Öffentliches zu tun, wird uns nur in Ärger bringen. Wenn jemand vom Kern das gesehen hat, dann werden sie nach uns gucken. Wir müssen ein bisschen abtauchen für eine Weile. Ja, lass uns einfach zurückgehen zum Rest. Nein. Wir sind aus der gesperrten Zone raus, ohne dass uns jemand gestoppt hat.
amerikanisch, dass wir können das nicht einfach verlassen, oder können wir? Wenn sie uns zu den Unterkünften schicken, dann werden sie uns von euch trennen, ne? Ach, scheiß drauf. Wenn sie herausfinden, dass wir bewaffnet sind, es ist vorbei. Ach scheiße, das habe ich ganz vergessen. Wird jemand bemerken, dass wir weg sind? Es wird wahrscheinlich ein bisschen schlimmer sein, wenn wir dabei erwischt werden, wie wir abhauen. Solange wir nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen, sollten wir in Ordnung sein. Oder ich hoffe es. Naja, uns hinter einem Auto zu verstecken, sollte uns ziemlich verdächtig wirken lassen. Lass uns hier weg, ganz schnell.